Ich stehe jetzt hier in Hausen im Tal und ich warte auf den Regionalzug. Jetzt kommt er. War schon lange nicht mehr hier. Ich wollte noch ein paar Aufnahmen machen. Ja, der fährt durch. Ah, das ist doch wieder eine schöne Aussicht. Ich stehe jetzt direkt über den Eisenbahntunnel. Und ja, da, wo ich jetzt gerade filme, über diese Eisenbahnbrücke, geht es dann in Richtung Beuron und weiter nach Friedinge und Richtung Donaueschingen. Und unter mir durch führt dann die Bahnlinie wieder nach Hausen im Tal, Meßkirch, Sigmaringen und Ulm. Hat sich rentiert. Wir haben den Zug drauf. Und das Flugzeuggeräusch am Himmel ist auch fast weg. Dann passt ja alles. Gerade so einfach da, den Zug so schnell einzufangen. Der ist dann wieder schneller weg, als man denkt. Ah, schön, hat doch gepasst. Der fährt natürlich jetzt weiter über Hausen im Tal und dann Sigmaringen und so weiter. Das ist doch ein herrlicher Anblick hier. Vor dem Petersfelsen stehe ich. Und hier sieht man noch die Bahnstrecke. Da hier zwischen Beuron, Sigmaringen und Beuron, Donaueschingen, von hier aus gesehen natürlich. Ne? Und dann scheint da die Sonne schön auf den Wald und auf den Felsbrocken da, wo das schöne Kreuz steht, und das hole ich euch auch noch mal ran. Jetzt wird es nicht mehr lang dauern, dann kommt ja endlich der verspätete Regionalzug. Vielleicht kommt noch mal einer von der anderen Richtung, von Friedingen aus,
Ah, der sieht doch schön aus. Herrlich. Und hier ist man ein bisschen abseits von der Zivilisation, von den Motorradgeräuschen. Da kann man wirklich zufrieden sein. Jetzt müsste aber denn der Zug bald kommen. Und der fährt schon wieder weiter. Ja. Na, hat sich's Warten rentiert. Ich will es hoffen für meine filmbegeisterten Eisenbahnfans.
Das fährt an. Das war ja leider nicht. Naja, okay. Und weg ist er. Also der Zug, der kam jetzt von Sigmaringen aus und fährt jetzt hier weiter. Gleich nach Friedingen und dann nach Donaueschingen. Jetzt kommt ein Zug. Hoffentlich kommt jetzt keine Radfahrer. Ah, hat ja wunderbar geklappt. Schön. Ah, es kommt nochmal ein Gegenzug. Schön. Bin ich nicht ganz umsonst hier gestanden.
Der ist ein bisschen blöd hier. Ich habe heute wieder das schönste Herbstwetter erwischt. Sonne scheint wunderbar und die Farben kommen hier auch wieder sehr gut zur Geltung. Und die alten Signale sieht man noch hier. Und jetzt kommt schon der Gegenzug. Und der andere Zug kriegt jetzt freie Fahrt in Richtung Beuron.